Wir wollen uns in diesem Video mit der Rolle der Kernenergie einmal beschäftigen in einem zukünftigen Energiesystem, also Rolle der Kernenergie in einem künftigen Energiesystem. Das bedeutet, also welche Rolle kann die Kernenergie spielen? Künftig, wenn man die Entwicklung, die Vorteile, die Nachteile gegeneinander abwägt. Vielleicht zur Einordnung, wie groß ist der Anteil der Kernenergie derzeit? Kernkraftwerke erzeugen ja nur Strom. Das heißt, die Kernenergie hat einen verhältnismäßig, also weltweit gesehen, einen verhältnismäßig kleinen Anteil an der Primärenergieverbrauch. Das sind rund 7%, oder nicht 7%, sondern 7 Petawattstunden werden weltweit erzeugt durch die Kernenergie. Primärenergieversorgung. Wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt zu den übrigen Primärenergiequellen, die wir weltweit haben, das ist natürlich insbesondere die Kohle und auch das Erdöl. Also wenn man da jetzt mal überlegt, ist das jetzt ein signifikanter Anteil, denn Primärenergie ist jetzt ja nicht nur der Strom, sondern auch die Wärmeversorgung und der Transportsektor. Und wenn man sich das mal überlegt, wie groß der Anteil da ist, dann sind das also rund 4%. Das ist natürlich vernachlässigbar. Das, also da ist jetzt wenig auch Entwicklungspotenzial in diesem Bereich zu erwarten, dass die Kernenergie künftig einen sehr großen Anteil an der Primärenergieversorgung tragen wird. Wenn man sich die Historie anguckt, also wie hat sich jetzt die Kernenergie entwickelt seit den 1960er Jahren mit dem Aufkommen der Kernenergienutzung. Wir sind jetzt im Moment, es spielt keine große Rolle. Ich denke, ein interessanter Aspekt ist China. Dadurch, dass China den größte Energieversorger oder Energieverbraucher im Bereich von Kohle ist. China setzt aber wenig auf Kernkraft. In China sind natürlich auch Kernkraftwerke im Einsatz, ähnlich wie in anderen Regionen in Asien. Aber zum größten Teil werden die Kernkraftwerke, die es gibt, in den alten, ich will sie mal alten Industrienationen eingesetzt. Hauptsächlich in Frankreich natürlich. Dort hat die Kernenergie einen sehr großen Anteil. Also an der Primärenergieversorgung in Frankreich sind da so um die 35 bis 40%. In den übrigen Ländern der Welt ist es deutlich geringer. Also in China zum Beispiel mal als Vergleich. In China trägt die Kernkraft an der Primärenergieversorgung, das sind 2, vielleicht 3%. All das ist vernachlässigbar. Und auch in Deutschland, in den USA, hat sich das stabilisiert, bis in Deutschland geht es ja zurück, dadurch, dass wir in Deutschland ja bis 2022 aus der Kernenergie aussteigen werden. Dennoch ist insbesondere im Moment wieder die Diskussion um eine Renaissance der Kernenergie entbrannt. Das liegt aber daran, dass die Kernenergie im Betrieb quasi keine CO2-Emissionen verursacht. Jetzt in der Gesamtbilanz treten natürlich trotzdem CO2-Emissionen auf. Also die Treibhausgasemissionen von Kernkraftwerken liegt im Bereich von ungefähr 30 Gramm pro Kilowattstunde, vielleicht ein bisschen weniger. Das ist immer so die Größenordnung, hängt so ein bisschen von der
von den Systemgrenzen ab, die man betrachtet. Sagen wir 10 bis 30, das ist so der typische Wert bei der Kernenergie. Damit sind Kernkraftanlagen ähnlich CO2-arm wie die Windenergie oder die Wasserkraft, die auch in der Größenordnung liegt. Die Photovoltaik ist tatsächlich, was die CO2-Bilanz angeht, etwas schlechter. Da sind wir so zwischen 50 und 100 Gramm pro Kilowattstunde erzeugter elektrischer Energie. Aber natürlich deutlich besser als die Kohlekraftwerke, die in der Größenordnung von 700 bis 1200 Gramm pro Kilowattstunde liegen. Deswegen macht es halt oder ist die Diskussion entbrannt im Zuge des Klimaschutzes und der Reduktion der CO2-Emissionen, dass man doch mehr auf die Kernenergie setzen sollte in einem künftigen Energiesystem, dadurch, dass die CO2-Emissionen so gering sind. Und die Kernenergie halt zur Grundlastversorgung beiträgt, denn das ist die Stärke, die Besonderheit der Kernenergieanlagen, dass sie Grundlastversorgung bereitstellen, also sehr viele Stunden, 6.000 bis 7.000 Stunden im Jahr Energie produzieren auf einem konstanten Niveau. Gleichzeitig durch den Nachteil in einem künftigen Energiesystem mit viel Photovoltaik und Wind. Das heißt also, auf volatile Energiesysteme kann die Kernenergie sehr schlecht reagieren, weil sie ein sehr träges Energiesystem ist, ähnlich wie die Braunkohlekraftwerke. Das heißt, eine schnelle Variation der Ausgangsleistung ist nicht möglich, sodass die Kernenergie also in einem volatilen künftigen Energiesystem deutlich flexibler sein müsste. Das heißt, dort müsste es entsprechende technologische Weiterentwicklung geben. Darüber hinaus gibt es natürlich zahlreiche Risiken bei dem Betrieb von Kernkraftanlagen, die jetzt hier an der Stelle nur stichwortartig erwähnt werden sollen. Das eine ist natürlich das Risiko, dass man Austritt hat von radioaktivem Material, also Austritt von radioaktivem Material. Typischerweise also irgendwelches kontaminiertes Gas, was austreten kann, oder Isotope, die austreten können. Darüber hinaus natürlich das große Risiko der Kernschmelze. Das absolute Risiko ist natürlich sehr gering, dass es zu einer Kernschmelze kommt. Passiert hat oder kann dadurch entstehen, dass beim Ausfall der Kühlung der Reaktorkern schmilzt, zerstört wird, dass es dann auch zu Explosionen kommen kann. Zu nennen dabei ist also einmal natürlich die Katastrophe in Fukushima, aber natürlich auch Tschernobyl oder die Havarie, die man 1979 hatte in dem Kernkraftwerk Three Mile Island in den USA. Das heißt also, dort ist ist zur Kernschmelze oder zur Fast-Kernschmelze gekommen und ist damit massive Auswirkungen auf das Umfeld, und zwar nicht nur das nähere Umfeld, sondern wirklich weit verbreitet. Es gibt Untersuchungen, welche Auswirkungen eine Kernschmelze hätte von europäischen Kernkraftwerken, die in Betrieb sind. Ein Link dazu ist in der Videobeschreibung zu finden, was also die Lebensmittelversorgung angeht und auch direkt unbewohnbare Regionen. Das dritte zentrale Problem ist natürlich die Endlagerungsfrage. Und zwar zum einen natürlich, was passiert mit den Brennstäben, die nicht mehr weiterverwendet werden können, die für mehrere 10.000 Jahre sicher eingelagert werden müssen. Es gibt derzeit weltweit kein Endlagerungskonzept. Alles, was bisher im Einsatz ist, sind Zwischenlager. Wir haben die Diskussion in Deutschland mit dem Zwischenlager in Gorleben, welches auch nicht weiter betrieben werden soll. Und eine Endlagerungsstätte für die nächsten 10.000 Jahre gibt es weltweit nicht, sodass dieses Problem ungelöst ist und ist damit natürlich ein Problem, ist ein gesellschaftliches Problem, ein volkswirtschaftliches Problem, wie diese wie eine Endlagerung der Kernbrennstäbe laufen soll, aber natürlich auch nach dem Rückbau eines Kernkraftwerks auch die
Bauteile sind kontaminiert, auch die müssen entgelagert werden. Das ist sehr aufwendig und entsprechend teuer, was natürlich in der Gesamtwirtschaftlichkeitsbetrachtung berücksichtigt werden muss. Wenn wir über die Wirtschaftlichkeit von Kernkraftanlagen reden, muss man berücksichtigen, dass also die Kernkraftanlagen, die alten Anlagen, die in Deutschland oder auch in Frankreich natürlich betrieben werden, sehr günstig Strom erzeugen können. Der ist konkurrenzfähig auf dem Strommarkt. Dennoch ist es so, dass neue Kernkraftanlagen tatsächlich sich wirtschaftlich nicht mehr darstellen lassen, einfach weil der Investitionsaufwand sehr, sehr hoch ist, dann der Betrieb sehr aufwendig ist, natürlich, sodass die Kernkraft eine der Energieerzeugungsanlagensysteme sind, die in den letzten 10 Jahren einen Anstieg des Stromgestehungspreises beobachten, sodass also der Stromgestehungspreis, also im Englischen der Levelized, die Levelized Costs of Electricity, LCOE, das ist also sind die Stromgestehungskosten, die betragen bei neu errichteten Kernkraftanlagen im Moment nur so zwischen 12 und 16 Cent pro Kilowattstunde. Also ein Beispiel, die britische Regierung hat also bei dem neuen Kernkraftwerk Huckley C, was errichtet werden soll, dem Betreiber oder den Investoren versprochen, eine Einspeisevergütung zu zahlen, damit dieses Kernkraftwerk errichtet werden kann und wirtschaftlich betrieben werden kann. Diese Einspeisevergütung wird gezahlt über 35 Jahre, beträgt ungefähr 11 Cent die Kilowattstunde, wird sogar inflationsausgeglichen, damit dieser Neubau dieses Kernkraftwerks überhaupt wirtschaftlich darstellbar ist. Das ist das Kernkraftwerk in Finnland. Auch da stellt sich also beim Bau heraus, der Bauzeit verlängert sich. Wir haben immer wieder Verzögerungen im Bau, Kostenerhöhungen, weil es einfach so komplexe Anlagen sind, sodass sie mittlerweile halt, wenn sie dann fertig sind, ans Netz angeschlossen werden, nicht mehr konkurrenzfähig sind zum hochdynamischen Strommarkt, den man hat. Börsenstrompreis liegt bei 4 bis 6 Cent die Kilowattstunde. Damit kann die Kernkraft, also neu errichtete Kernkraftanlagen, nicht mehr konkurrieren, was einfach dazu führt, dass der Markt die Neuinvestitionen in Kernkraftanlagen ohne Subventionen durch staatliche Stellen sind einfach nicht mehr darstellbar. Das zeigt sich daran, es sind zwar immer noch Kernkraftanlagen im Bau weltweit, aber ich denke, ein Beispiel ist an der Stelle wieder China, die sehr stark auf Kohlekraftwerke setzen, die sehr schnell zu errichten sind, sicher im Betrieb sind, wirtschaftlich konkurrenzfähig sind, auch zu regenerativen Energiesystemen, aber wenig in Kernkraft investiert hat, weil einfach der Bau sehr aufwendig, sehr teuer ist. Der Betrieb komplex ist. Natürlich lässt sich der Betrieb sicher darstellen mit dem entsprechenden Aufwand. Und dann dazu noch der Rückbau. Das Rückbaurisiko besteht. Das ist die Diskussion, haben wir im Moment in Deutschland und werden sie in den nächsten Jahren haben, einfach weil der Rückbau auch sehr aufwendig ist. Rückbaukosten, also schätzungsweise 1 Milliarde Euro pro Gigawatt Ausgangsleistung. Also das ist so eine grobe Hausnummer. Die Rückbaukosten sind ungefähr 1 Milliarde Euro pro 1 Gigawatt installierter Nennleistung durch die Kontaminierung der einzelnen Bestandteile des Kernkraftwerks, sodass also diese Kosten getragen werden müssen. Dazu kommen dann noch die Kosten für die theoretisch Versicherungskosten einer möglichen Kernschmelze. Das würde natürlich zu immensen Kosten führen. Wir haben das gesehen in Tschernobyl,
Da sind wir so rund bei 140, 150 Milliarden Euro Kosten bisher. Fukushima sind auch über 200 Milliarden Euro Schäden entstanden, die dann gesellschaftlich getragen werden müssen. Das führt einfach zu einem gesellschaftlichen Gesamtkosten, die bei einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, einer Abwägung der Kernenergie mit einfließen müssen, sodass die Kernenergie, auch wenn es da mit vor allem diesen Small Modular Reactors neue Konzepte gibt, die aber jetzt auch alle noch im Prototypenstatus sind und noch nicht auf industriellem Level existieren, dass man da einfach die Kernenergie eine kleine Rolle spielen wird in einem künftigen Energiesystem. Das ist tatsächlich das, was man so zu erwarten hat, dass also die regenerativen Energiesysteme eine starke Rolle spielen werden, die Kernenergie eher nicht.